Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ja, wir sind wieder im Krilloversum. Wir haben beim letzten Mal, damit werden wir jetzt das Video beginnen, hier angefangen, einen Fleischfarmraum zu bauen, der quasi fast leer gepumpt ist, aber das letzte bisschen würde ich dann auch noch eben pumpen lassen. Ja, auf die Funktion kommen wir dann gleich zu sprechen, wenn wir das Ganze in Betrieb nehmen. Dann habe ich, ach so, genau, haben wir beim letzten Mal dafür gesorgt, dass wir ausreichend Niobium haben. Ich muss mal eben schauen, worunter. Da, Rare Resources wahrscheinlich, ne? Niobium, ja, und wo ist Termium? Ne, Rohmineral macht hier keinen Sinn. Veredelt hergestelltes Material vielleicht. Thermium, ja, haben wir auch 600 Kilogramm, okay. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr wieder brauchen. Können wir auch ruhig mal. Ja, man kann ja auch eine Zahl direkt eingeben, ne? Das ist einfacher. Machen wir mal 30. So, Shift 4 war der Weltraum, ne? Genau. So, hier oben. Jetzt haben wir die alle zerlegt. Dann bauen wir den Robominer neu und nehmen eben genau jenes Termium dafür. Das dürfte neueren Überhitzungen zumindest erstmal vorbeugen. Den auch noch direkt. Okay, dann habe ich. Oh, sind beide Raketen schon zurück. Die Shana können wir jetzt mal eben. Aussteigen lassen. Ich wollte nämlich, das habe ich zufällig gesehen, und habe es gerade noch im Kopf, wissen, wie es bei Shana berufstechnisch aussieht, und ja, ist noch dabei, Astronaut zu lernen. Also das scheint sich, das ist auch noch nicht ganz logisch, warum jemand, der ständig im Weltraum unterwegs ist, so langsam diesen Beruf weiterlernt. Keine Ahnung. So. Dann, genau, steigst du jetzt ein, dann können wir auch direkt wieder die Gantry einfahren. Kein Sturm, das heißt, Start ist möglich. Schauen wir mal eben, wie weit wir betankt ist. Dann brauchen wir Niobium ja auch nicht mehr hinfliegen. Dann können wir weiterhin Oliwin holen. So, und Launch Pass blockt. Wieso? Oh. Okay, bitte Tür schnell reparieren. Ach ja, Berufe, genau. Habe ich beim letzten Mal wohl nicht weggeklickt, aber. Oder sind das schon wieder 10? Hier? Nee, 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 habe ich nicht weggeklickt gehabt. Machen wir es auch so, dass man sehen, wer dran kommt. Also, Burkhardt. Ich wollte sagen, da müssten wir jetzt so langsam aber sicher ans Ende kommen, was alle Sachen betrifft. Dann kann er auch Space Cadet machen. Erfahrener Landwirt bei AXA. Alex wird, oder Alex, Landarbeiter. Und Alien Kev, und da ist noch ein bisschen mehr lernender Minenarbeiter. Was haben wir denn hier schon drin? Hier sind. Oh, ja.
Ist schon einiges. Hier unten ist noch nicht so viel. Aber von dem kühlen Wasser, mein lieber Scholli. Zieht sich doch hin, das Pumpen hier. Wobei, wenn wir hier gleich eine Tür reinsetzen. Dann müsste das ja eigentlich machbar sein. Priorität 9, Goldamalgam. Ich lasse es mal. Ups, da rutscht mir fast das Headset vom Kopf. So, hier sollen dann her Hatchling. Salbei-Hatchling und Steinhatch und Steinhatchling. Priorität niedriger als in den anderen Räumen, aber immer noch recht hoch. Naja, und hier geht's auch schon mit dem Öl los. Das mit der Tür schnell bauen, das war wohl nix. Ah, endlich. Stellen wir die Tür noch mal auf. Öffnen, damit die gefangenen Hatches rauskommen. Packen die noch an Strom, damit es ein bisschen schneller geht. Das bringt gar nichts, weil die Hatches da trotzdem hinlaufen. Ich glaube, das können wir ruhig auch neu einstellen, weil das ist ja... eine Katastrophe, wie lange das dauert. Ich glaube, da macht es schon fast Sinn, da eine Leitung hinzulegen. Machen wir auch. Was anders. Also. Mit dem Flüssigkeitsregler, dass wir es zumindest halbwegs kontrollieren können.
Wann wir genug Wasser da haben. Genug Öl. Gut, wo haben wir denn hier? Also der Weg ist nicht mehr geblockt. Dann würde ich sagen, den haben wir erforscht. Dann geht's dort als nächstes hin. Oh, die Ziegel hier werden aber noch sehr warm. Der Rest ist gut. Das ist ein Vakuum und wenn dann die Pumpe kaputt ist, geschenkt. Hier ist wieder der Ziegel kaputt gegangen. Na gut. Dann kommt der Robo-Miner dorthin. Und hier oben fehlt auch noch einer hier. Hier müssen wir auch weitermachen. Wir müssen. Probleme über Probleme. Aber erstmal hätte ich jetzt gerne hier das Ganze fertig. Warum werden denn hier so ein paar Sachen nicht fertig gemacht? Es ist doch hier oben genauso das Stück Leitung. Jetzt wurde zumindest mal das Material geliefert. Kerstin war so nett. Was macht denn das Schienensystem? Hier fehlt noch ein bisschen. Das müsste aber eigentlich erreichbar sein, ja. Und hier.
können wir den einen hier eigentlich auch gleich wieder zerlegen. Und schon die Automation bauen. Diesen Stufen wir ein bisschen runter. Und das Ding können wir jetzt auch wieder zerlegen. Gleiche gilt für die Leitung. Für den Abzug und für ein kleines Stück Stromleitung oder Stromkabel. Magmatit 580 Tonnen, also daran kann es nicht gelegen haben. Ah, jetzt kommt Öl. Oder sagen wir es mal anders, jetzt sollte gleich Öl ankommen. Ja. Okay, den Krittersensor noch wieder da reingebaut. Kann es hier Eierschale geben? Ja, theoretisch schon. Falls die hier jetzt noch Eier legen sollten. Aber die müssten eigentlich ja hier wieder abtransportiert werden, die Eier. Oder? Ja, klar. Die würden hier abgeholt werden. So, jetzt gleich kann ich euch zeigen, was hier passiert. Nämlich, wenn wir jetzt das Ganze auf ein Tier stellen. Das haben wir erreicht. Wir haben aktuell, ich weiß gar nicht, wo man es sehen kann, hier glaube ich. Rongolei sind 9 Tiere, das heißt, wir haben mehr als das eine Tier. Dann sind die Türen geschlossen und die Flüssigkeit, die hier drin ist, wird dann nach oben gedrückt. Das ist jetzt halt noch nicht viel, deswegen hat das noch nicht den gewünschten Effekt. Aber was wir gerade mal eben noch machen können jetzt, wir können das verschmutzte Wasser aufwischen. Wieso geht denn das nicht? Mob 9. Ah, ich habe wahrscheinlich was Falsches ausgewählt gehabt. Stopp. So. Ja, das Rumgehüpfe haben wir uns jetzt lange genug angehört. Ich kriege schon Kopfschmerzen von, wie die da die ganze Zeit am Rumstampfen sind. Gut, das Kapitel können wir, glaube ich, als gelöst abhaken. Das ist noch in Arbeit. Hier ist wieder die Leitung voll. Ja, gut. Temporäres Problem, das wird sich lösen. Steht auch auf 8.
Warum wird denn der nicht fertig gebaut? Bauauftrag zugewiesen. Oh, hier können wir erstmal noch. Bei Plastikleitern bauen. Hatten wir die nicht schon gebaut? Die schmelzen wahrscheinlich immer, wenn da Regolith runterfällt. Kann das sein? Ist die hier ausgefahren und die andere nicht? Okay, das Problem ist das Signal von hier. Ah, okay. Mal wieder. Dann machen wir uns doch jetzt hier mal endlich daran, dass wir das ein für alle Mal in dem Griff bekommen. Es braucht dafür ja gar nicht so viel. Nur, ja, eigentlich reicht es so ja schon, wenn wir hier stromtechnisch, ja, ohne Probleme. Weil die hier oben können ja geschlossen bleiben. Der Robominer braucht keine Sicht nach oben. Ah, sehr schön. So. Hier wird sicherlich direkt getankt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ist es an der Zeit, dass wir überlegen, wie bauen wir denn unser Kühlmechanismus für das Supercoolant. Würde fast vorschlagen, wir gehen das Ganze hier an. Und hier haben wir eine Menge Platz. Hier sind wir schon ein bisschen. Ja, stopp, das funktioniert ja nicht. so, dass wir hier schon bauen können, wenn wir das noch ein bisschen weiter nach unten vergrößern. Wobei. Vielleicht macht es. Machen es anders. Wir werden erstmal hier diese Leiter verlängern. Dass das Wasser abläuft. Außerdem werden wir hier freigraben, dass es abläuft. Genauso. Hier. Das soll im Grunde alles hier reinlaufen. Und von da pumpen wir es ab. Ist das verkeimt? Nö, ne? In unseren Tank. Oder lassen wir es noch weiter nach unten irgendwo laufen und pumpen es dann ab? Nee. Nee. Dafür ist es auch zu warm. Dann müssen wir hier durch. Ich glaube, wir werden es an diesen Tank anschließen. Ja. Okay, dann machen wir es noch etwas anders. Und zwar bauen wir
Hier eine Leiter hoch. So. Bauen hier eine Leitung dafür. No. Dann setzen wir hier die Pumpe rein, schließen das an die Leitung an. Das braucht auch. Ja, doch, das müssen wir von oben aus machen. Ja. Shit. Flüssigkeitspumpe. Wenn schon, dann sollte man das auch vernünftig machen, ne? Das lassen wir mal eben nicht, dass das Wasser dann so hier durchläuft. Strom brauchen wir noch ein bisschen. Dann brauchen wir aber nur temporär den Strom. Wir haben so viel Kohle. Kohlegenerator, intelligente Batterien. Hier reicht vollkommen ein normales Kabel. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Stopp. So. Weil wir wollen ja in unseren Tank nur verschmutztes Wasser reinlassen. Wo ist denn da ist er? Flüssigkeitsfilter. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass unser Tank hier nicht überläuft. Ne, ist noch nicht. Noch besteht die Gefahr nicht. Aber ich denke, man kann schon sehen, wie es gedacht ist, ne? Muss hier aufpassen, da könnte noch ein bisschen Sand durchfallen, ne? Ja, das ist schon passiert. Ja, wobei wir ja auch nach hier hin den Ausgang haben, also so dramatisch wäre es nicht. So, 100%. Er stellt sich da ein, da aus. Priorität hochsetzen. Perfekt.
Dann brauchen wir noch Strom auch für den Filter. Logischerweise. Und hier habe ich noch einen Denkfehler, weil da kommen wir ja so gar nicht ran zum Bauen. Das hier soll dann alles nachher von der Seite ausgebaut werden, nicht von dieser. Hier hätte ich gerne luftdurchlässige Ziegel. Ja. Kommt denn hier Wasser rein? Sehr mysteriös. 44 Kilogramm Eierschale. Holy shit. Okay. Das ist mal ergiebig. Schana, auf geht's. Sichere uns unseren Nachschub für unser Super Coolant. Ja. Das dauert erst morgens so ein bisschen, bis die alle hier in Gang kommen, ne? Müssten wir eigentlich das Wasser hier oben ja auch mit rauslaufen lassen, direkt wenn wir schon dabei sind. Macht das bestimmt Sinn, das alles in einen Abwasch zu machen. Ist hier sonst noch irgendwo Wasser, das im Weg ist? Ja, hier. Könnten wir so machen. So. Da müssen wir hier unten Ziegel reinbauen. Da später noch einen, wenn der fertig ist. Und ja. Ist schon auf 5, okay. Ich habe gerade gedacht, wieso machen die das denn jetzt wieder zuerst? Aber ja, muss man glaube ich nicht immer verstehen. So, da kann schon mal nichts mehr passieren hier. Das mit dem Auslauf für das saubere Wasser hierher, das ist sicherlich nicht so ganz clever auf Dauer, aber
Für den Moment wird das erstmal funktionieren, hoffe ich. So, dann kommt es hier rein. Aber bis das hier überhaupt mal ablaufen wird. Ich denke, das macht Sinn, da nochmal eine extra Leitung hier Richtung Tank zu bauen. Aber wo baut man nicht lang, oder wäre es doch besser gewesen, hier oben rumzugehen? Ich dachte, wir nutzen das vorhandene System hier. Aber was ich hier gemacht habe mit diesem Stück hier, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ach so, doch, das ist, wenn von hier nichts kam, ja klar. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Nö. Ganz im Gegenteil, das wäre ja schön, wenn das mal ein bisschen, wenn da mal ein bisschen Freifläche entsteht. So, was machen wir jetzt mit dem Wasser von hier oben? Ich bin gerade tatsächlich gewillt, da noch einen anderen Weg zu finden. Wir machen das mal anders. Wir haben eh unseren Zeitraum gerade oder die Zeit für dieses Video voll. Wie würdet ihr das machen? Ich zeige euch mal kurz, worum es geht. Vielleicht nehmen wir sinnvollerweise das Overlay. So, wir haben das Wasser, was von hier kommt. Und das soll hier in den Tank. Ich habe jetzt gedacht, wir nutzen das vorhandene System, das hierher geht. Und ändern dann hier diese ganze Geschichte ab. Und bauen das im Grunde neu. Dass das Wasser von hier oben und das Wasser von hier hier in den Tank erst geht und vom Tank aus dann hierher zu den Steinzermalern. Das ist gerade das, was ich überlege, wie ich das mache. Ja, könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr das Ganze angehen würdet. Würde mich mal sehr interessieren. Weil eigentlich ist jetzt der passende Moment, um solche gewachsenen Geschichten hier mal komplett zu überarbeiten. Ja, könnt mir mal schreiben, was ihr darüber denkt. Also, ansonsten, ja, ich sag danke fürs Anschauen. Würde mich freuen, wenn wieder ein Like kommt. Und ja, dann bis morgen. Macht's gut. Danke und bye bye.